Ein kurzes Vorwort, bevor wir uns den Charts widmen. Am Dienstag, dem 5. November, wählen die Amerikaner ihren nächsten Präsidenten. Und das kann und sollte hohe Volatilität auslösen, wenn die Wahl nicht eindeutig ausfällt. Denn man bereitet sich dort auf Tumulte oder auch Unruhen vor, für den Fall, dass nicht klar ist, wer dort gewonnen hat. 79% der Deutschen erwarten einen Sieg von Kamala Harris, sicherlich auch ein Resultat unserer Berichterstattung, denn Trump als Präsident wäre ein ziemlicher Albtraum für die deutsche Regierung, die unisono in den vergangenen Jahren gegen Trump wetterte, wobei sich besonders Herr Habeck mit, kann man ruhig so sagen, zum Teil grenzwertigen Äußerungen hervortat. Und Trump hat das garantiert registriert und wird auch entsprechend reagieren, sofern er Präsident wird. Aus einem anderen Grund halte ich aber die Wahlen für bedeutend. Während Trump verspricht, den Ukraine-Krieg innerhalb kürzester Zeit zu beenden, steht Frau Harris für eine weitere und auch größere Unterstützung der Ukraine. Russland erhält mittlerweile Unterstützung aus Nordkorea, Waffen und wohl auch Soldaten, was den Druck auf die Ukraine weiter erhöht, und Herr Zelensky forderte gestern Südkorea auf, Waffen an die Ukraine zu liefern im Gegenzuge. Wir wissen, dass Nord- und Südkorea verfeindete Staaten sind und ein Engagement der beiden Staaten hier auf dem europäischen Kontinent im Ukraine-Krieg kann deshalb auch innerhalb kürzester Zeit zu einer direkten Konfrontation zwischen Süd- und Nordkorea, und Nordkorea ist eine Atommacht, führen und damit neben den Kriegen oder Konflikten, die wir in Europa und Nahost haben, zu einem weiteren Brandherd führen, der auch China auf den Plan bringen könnte. Zugleich haben wir hier, es droht zumindest, einen Bruch der Ampelkoalition, und das würde wahrscheinlich zu Neuwahlen führen, die mit großer Sicherheit von der CDU gewonnen würden. Und abgesehen von der Chance, dass sich das auf die leidende Wirtschaft positiv auswirken könnte, kann es auch die Situation in Europa weiter verschärfen, denn die CDU betont, dass man den Marschflugkörper Taurus an die Ukraine liefern wolle und solle. Und Roderich Kiesewetter von der CDU hat ja mehrfach betont, dass die Ukraine das Recht hätte, dann auch Militärstützpunkte und Ministerien in Russland zu attackieren. Und das Problem dabei ist, der Taurus kann eben nicht von Ukrainern auf Ziele programmiert werden. Das ist eine hochkomplexe Sache. Die haben weder das spezialisierte Personal dafür, noch haben sie eigene Satelliten. Und beides ist notwendig, damit der Taurus Radarstationen umfliegen kann und seine Flughöhe den topografischen Gegebenheiten anpasst. Und Russland hat ja mehrfach gesagt, er würde das, oder nicht er, sondern Russland würde das als Kriegseintritt Deutschland werten. Ob das gerechtfertigt ist oder nicht, ist zweitrangig. Es zählen die Konsequenzen, die möglichen Konsequenzen. Und Präsident Zelensky, das betont er ja seit Monaten, möchte, dass die NATO sich engagiert. Und wäre das der Fall, oder das wäre der Fall, wenn Russland an Deutschland auf welche Art auch immer Vergeltung für einen Taurus-Angriff übt, und nur damit das in die Köpfe einsinkt, dann hätten wir mit großer Wahrscheinlichkeit den Dritten Weltkrieg. China, Taiwan, Nord-Südkorea, Russland und China gegen die NATO, denn eine Niederlage Russlands würde China massiv schwächen. Denken wir mal nur an den Energiesektor. Also das wäre ein ziemlicher Albtraum, und da Kamala Harris eher für den Deep State in Amerika steht, während Trump immer wieder betonte, dass die Kriege beendet werden müssten und er das auch tun würde, und die Amerikaner sind dazu in der Lage, ist aus meiner Sicht für Deutschland und Europa die Wahl von großer Bedeutung. Ja, das mal vorab. Ja, der Blick auf die Ergebnistabelle zeigt, dass wir gegenüber der Vorwoche, Schlusskurs war 19.463, mit dem Schlusskurs 19.254 208 Punkte abgegeben haben. Das ist im Vorfeld der US-Wahlen moderat, wenngleich die Bewegungen relativ hoch waren mit 192 Punkten. Durchschnittliche Tagesvolatilität war das kräftig erhöht gegenüber den beiden Vorwochen. Ja, ansonsten plus 68 Punkte, minus 53, minus 220, minus 179 und am Freitag dann der erste Bounce mit im Grunde der gleichen Strecke, die am Vortag abgegeben wurde, wieder zur Oberseite. Nicht? Wir hatten hier den Schlusskurs 19.257, 179 Punkte minus, 177 Punkte rauf, Schlusskurs 19.254, also 3 Punkte Unterschied. Insofern, es baut sich Druck auf und wieder sich entlädt, werden wir schauen. Wir haben in dieser Woche möglicherweise am Donnerstag ein bedeutendes Tief gemacht. Darauf waren wir vorbereitet.
Und es war zugleich eben auch ein Test der 19.000. Da fehlten eben 4 Punkte dran. Aber die 19.000 ist wichtig und wir hatten Zielmarken, die genau in diesem Bereich lagen. 6 an der Zahl waren es, die darauf deuteten, dass wenn die 19.300 bricht, wir entsprechend nochmal um und bei 300 Punkte abgeben können. Und das tat der DAX ja auch. Der Pivotpunkt am Montag 19.211, der kommenden Woche 19.301 und der des Monats November bei 19.221. Und damit sind wir mit der Ergebnistabelle auch schon durch. Viele Charts, ich flippe aber nur kurz durch. Also zumindest mal diese größeren Zeiteinheiten, einfach nochmal eine kleine Retrospektive zu dem, was am letzten Freitag gesagt wurde. Monatschart. Wir haben im Monatschart eine aktive Popgun, letzte Woche drüber gesprochen. Wir sind zurückgelaufen, 18.990 war der Kauftrigger dieser Popgun. Hier ist die Triggerkerze mit einer Höhe von 1.966 Punkten. Mit dem Tief bei 19.004 wurde dieser Kauftrigger nicht verletzt. Seit nunmehr oder im dritten Monat wird der Ausbruch versucht. Gelingt es, ist das Ziel das erste. 20.956 fallen wir hier auf Monatsbasis wieder tiefer rein. Ist das möglicherweise ein Fehlausbruch gewesen? Zweiter Monatschart. Wir haben eine Trendlinie unten, sehr sauber. Die kommt aus 2009 und hat ihren nächsten Auflagepunkt 2020. Wir haben oben eine Linie. Das Ganze ist kein Wohlfühlkeil oder etwas ähnliches. Es keilt sich nur ein, wenngleich auch immer noch mit einer großen Bandbreite. Das, was wichtig war, wir hatten ja 8035 Punkte Anstieg A, B, C und das lineare Ziel ist 19.897, dieser A, B, C. Und wenn wir das auf logarithmischer Basis machen, dieser Anstieg war 97,33% hoch. Wenn der sich ebenfalls logarithmisch auflöst, wäre sogar 23.400 eine Möglichkeit. Zunächst einmal achten wir aber auf die lineare oder den linearen Abtrag, also 8035 Punkte bei 19.897, wenn es zur Oberseite geht. Interessant wird diese Keilformation erst dann, wenn wir unter 18.282 fallen. Nächster Monatschart. Hier sehen wir nochmal die 8035 Punkte, A, B, C. Den linearen Abtrag eben gezeigt, also das große graue Gebilde bei 19.897. Wir haben eingebettet eine weitere ABC-Bewegung. Der lineare Abtrag 19.297. Und das ist ja zugleich auch ein Ex-Allzeithoch. Das heißt, diese Marke habe ich ja mehrfach als Mob-Marke genannt und sie war am Freitag in der Erholung auch tageshoch. Wenn sich also der Abtrag dieser blauen Rechtecke ist hier bereits bei 19.297 passiert, da sind wir ja auch drüber geschossen. Wenn sich der mit einer Höhe von 39,34% auch hier abarbeitet, dann wäre das Ziel 20.385. Ja, das einfach nur mal so zur Info. Im Wochenchart haben wir nach wie vor einen aktiven Wohlfühlkeil. Interessiert er uns? Ja, man kann ihn sich ab und zu mal anschauen. Der ist ja schon relativ alt, hat seinen Ursprung. In 2018 ist logarithmisch aufgebaut, aber interessant wird er für uns erst, wenn wir die obere Trendlinie dieses Keils touchieren, die ja mehrfach Anlaufpunkt war, aktuell 18.695. Da sind wir noch einen Tick weit von entfernt und bevor diese Marke nicht zumindest mal angelaufen wird, interessiert er uns nur sekundär. Zweiter Wochenchart. Hier haben wir einen Kanal seit Februar 2020, vielfache Anläufe, ist im Grunde das Gegenstück, diese ist linear, nicht logarithmisch. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 ganz viele, Unterseite, Oberseite und wir haben innerhalb dieses großen Kanals, habe ich hier mal lila markiert, einen weiteren steigenden Kanal, der aus dem Tageschart kommt, gucken wir uns gleich an. Was interessiert uns hier? Nicht viel. Entweder geht es unter die Mittelspur 17.664 oder über die obere Kanaltrendlinie 20.508. Insofern reine Information, hat im Moment wenig Informationswert. Der innerhalb liegende Kanal im Tageschart, hier ist er, eben noch in lila gesehen, ist da schon interessanter, denn auch hier haben wir ausreichend Auflagepunkte, die obere Kanaltrendlinie bei 20.466, die Mittelspur bei
19.132, die untere Trendlinie 17.798 und wie wir es bereits hier und hier und hier über viele, viele Tage sahen, ist die Mittelspur umkämpft. Wir hatten hier am 8. Oktober einen sehr sauberen Aufsetzer auf die Mittelspur, liefen zur Oberseite und haben hier am Donnerstag und am Freitag, oder nicht wir, sondern der Markt kämpfte um die Mittelspur 19.132 mit 19.004, war er ja kurzfristig drunter, hat sich am Freitag aber wieder erhoben. Wir müssen schauen, was daraus wird. Bleibt für mich eine wichtige Marke. Nächster Tageschart. Ein Wolfekai im Tageschart, schon seit langer Zeit aktiv, hat seinen Ursprung am 29. März 2022. Wir können von 1, 2, 3 zur 4, zur 5 und hier haben wir den Überschussbereich. Auf dieser Keil, wann wird er für uns interessant? Erst dann, wenn die 18.040 angelaufen wird. Erst dann könnte man darüber nachdenken, dass vielleicht auch die untere Keiltrendlinie oder gar die Ziellinie angelaufen wird. Und wir leben in verrückten Zeiten, wie ich eingangs sagte. Und wir leben wirklich, also ich glaube, wenn hier nicht besonnene Politiker auf den Plan kommen, laufen wir wahrscheinlich unwissend in den nächsten großen Krieg hinein. Also die Rezeptur ist da, die Zutaten auch. Es fehlt jetzt eigentlich nur noch der diabolische Koch, der das Ganze zusammenmischt. Aber gut, soll jetzt nicht Thema sein. 18.040, vorher ist das nicht interessant. Und alle Marken, die ihr hier seht, müsst ihr euch nicht angucken. Das ist eine reine Information, denn alles, was an wichtigen Marken aus allen Zeiteinheiten entsteht und aktuell arbeitet, wird im 5-Minuten-Chart abgebildet. Das heißt, man kann sich das anschauen. Und wer den 5-Minuten-Chart, den poste ich jeden Tag dreimal, manchmal, wenn es dann etwas heißer zugeht, auch 4- oder 5-mal. Da werden alle Marken aus allen Zeiteinheiten aktualisiert und regelmäßig gepostet. Und da kann man sich prima dran orientieren. So, das war der Wolfekai, den hatten wir. Nächster Tageschart, ein aktives Descending Broadening Wedge, das auch immer noch aktiv ist, denn wir sind nicht über die oder unter die obere Trendlinie 18.573 gefallen. 1, 2, 3, 4, 5. Das Ziel 20.250, statistisch gesehen dieser Formation, das 100% Ziel bei 20.568. Und dieses letzte Tief hier im Bereich 18.900, wenn das unterschritten wird, dann ist das durchaus möglich, dass wir hier runterrauschen. Ansonsten würde sich das hier möglicherweise wellig weiter zur Oberseite arbeiten. Zur Oberseite wichtig, falls der DAX sich einkriegt und die Wahlen in den USA so laufen, wie der Markt sich das erhofft, dann wäre 19.935 das nächste Ziel. Und diese 19.935 sehen wir hier, denn dort würde sich ein Broadening Top aktivieren. Das ist technisch bereits aktiv. Warum? Wir haben eine 1, eine 2, eine 3, eine 4. Die Trendlinie verläuft zwar bei 5, aber aktiv wurde das Ding bereits mit dem Hoch über der 3 im Bereich 18.900. Aber schöner, perfekter wäre es natürlich, wenn es, egal ob es sich überhaupt aktiviert, es kann ja hier auch unendlich fallen, aber falls es einen Push zur Oberseite gibt, ist auf die 19.935 zu achten, ändert sich täglich und wird ja auch täglich im M5 abgedatet. Letzter Tageschart ist nochmal eine Ansicht. Wir sind ja hier runtergelaufen bis auf die 19.004, haben am Freitag eine knackige Erholung gesehen. Der Schlusskurs wurde bei 19.254 eingebucht und die Mob-Marke, nämlich XABC-Ziel, zeigte ich ja, 19.297 war eine Punktlandung, denn dort lag am Freitag das Tageshoch. Und insofern lila war ja eine Unterstützungszone über viele Tage, Aufsätze und da nicht und wieder nach oben und dann rauschten wir am Mittwoch war das durch die Unterstützungszone, durch die blaue 20 SMA, die hier sehr genau aufgesetzt hat und setzten hier unten auch auf die rote 50 SMA auf. Weitere Marken waren dort und wir müssen jetzt mal schauen, ob diese lila Ex-Unterstützungszone wieder überwunden werden kann. 19.297 bis 19.400, da haben wir einige Aufsetzer gehabt, ist also eine Schaltstelle.
Ausgebügelt, vergeben und vergessen, schrieb ich in den Ausblicken, sind diese drei schwarzen gappenden, zur Unterseite gappenden Kerzen erst, wenn wir über diesen roten Bereich kommen. Und er bildet sich aus dem knackigen Gap-Down vom 29. Oktober 1978 und dem Inside Week, also Inside Woche Buy Trigger und Ex-Allzeithoch 19.491. Ein sehr enger Bereich, aber wichtig. Und erst wenn wir mit dem Schlusskurs wieder drüber sind, ist das Ding hier ausgebügelt. Ansonsten besteht die Gefahr, dass eine Erholung zur 38er, 50er, 61er, vielleicht auch 76.4 Erholung läuft und dann eine weitere Welle zur Unterseite kommt. Aber da wir am Dienstag Wahlen haben, sind wir, was das anbelangt, in fremden Händen. Charttechnik hat, glaube ich, bis die Wahlergebnisse feststehen, erstmal Pause. Nichtsdestotrotz sollte man die Marken kennen. Ja, was dieses Tief hier angeht, bevor ich in den 4-Stunden-Chart gehe. Das hier ist der tägliche Newsletter auf projekt30.blog, der kostet 20 Euro im Monat. Es gibt eine WhatsApp- und eine Telegram-Gruppe, wo, wenn ich hier neue Sachen poste, eine Nachricht erscheint, die dann direkt in den Bereich der Ausblicke führt. Da gibt es eben Updates, auch mal zu Aktien. Aber ich wollte das hier zeigen. Das war der Ausblick für Mittwoch. Und weshalb wir auf die 19.000 als möglichen Zielbereich kamen. Ihr könnt euch den Text hier selbst durchlesen. Letztlich ging es, da müsst ihr das Video vielleicht mal kurz anhalten, letztlich ging es darum, dass ein Blick auf die von Stockstreet.de gezeigten Verfallsdiagramme zeigte, dass hier bei 19.300 eine gigantische Put-Position lag. Nun sind die Stillhalter ja nicht nur aktiv in der Woche vor dem Optionsverfall, sondern die müssen natürlich, insbesondere wenn so große Put-Positionen da sind, müssen sie hedgen. Ist ja ganz klar. Das waren hier irgendwo im Bereich 12.000 Kontrakte. Wenn die also 50, 100, 150, 200 oder auch 300 Punkte ins Geld laufen, das sind gigantische Summen, die dann ausgezahlt werden müssten, wenn es dabei bliebe. Wissen wir ja nicht. Es kann ja sein, dass wir auch wieder über die 19.300 ansteigen. Aber eins war klar und eben auch im Ausblick gesagt, wenn die 19.300 bricht, dann werden die Stillhalter hedgen müssen. Und wenn man so eine große Position hedgt, beschleunigt das natürlich die Abgaben. Und das taten sie ja auch. Und damit war eben auch klar, wir hatten hier im Minutenchart M30 gezeigt, eine Seitwärtsrange, sie hatte 345 Punkte Höhe und damit hieß es, 18.985 wäre der Abtrag zur Unterseite, wenn sie zur Oberseite ausgebrochen wäre, 20.020. Und als wir uns dann am Mittwoch, das ist das Update, im Minutenchart M5, da hatten wir das erste Gap Down und eine bärische Insel, nicht? Ein Gap und noch ein Gap. Und da sind wir unter die 20 SMA gerauscht. Und als wir uns dieses Update angeguckt haben, da waren wir schon unter der auch im Tageschart gezeigten Unterstützungszone aus 20 SMA, tief vom 23. Oktober etc. pp. So, gucken wir kurz hier hin. Ich brauche noch, da ist es. Das ist jetzt der Ausblick für den Donnerstag gewesen. Da stand natürlich, wie gestern als Möglichkeit genannt, lief die 19.300er Put-Position heute ins Geld. Mit dem Tagestief 19.201 waren über 12.000 Kontrakte zu hedgen. Und ob es am morgigen Feiertag wieder über 19.300 oder höher geht, werden wir sehen. Aber wir hatten eben die Möglichkeit eines runden Tops und Durchfall in diese Zielzone. Und die Zielzone, die wurde benannt. Hier haben wir den Schlusskurs gemacht. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt das untere Bollinger Band bei 19.000, also aus dem Tageschart bei 19.005. Wir hatten die 50 SMA bei 19.012. Wir hatten den Buy-Trigger einer Popgun aus dem Monatschart bei 18.991 und hier die M30 Seitwärtsrange zeigte ich ja schon bei 18.985. Und das ist dann
an dem Tag passiert, beziehungsweise am Donnerstag, eigentlich voll reingelaufen, Schlusskurs knapp oberhalb gemacht. Wir haben die große 23er Konsolidierung aus dem Tagesschart gemacht, die 50 SMA angelaufen, fast den Buy Trigger Popgun, der Abtrag der M30 Range, da fehlen irgendwie 19 Punkte, also auch technisch abgearbeitet. Das untere Bollinger Band angelaufen, also diese Zielzone war perfekt und die Frage ist jetzt, hält es? Das kann jetzt weg. Gucken wir noch mal hier hinein. Wir sehen also, dass wir die noch bullische 23.6 Konsolidierung gemacht haben. Zugrunde liegt ja die Strecke vom 5. August. Da haben wir das Tief bei 17.024 gemacht. Dann ging es hoch zum Allzeithoch 19.674. Und hier ist die 23er Konsolidierung kurz angestochen, 50 SMA gemacht und diverse weitere Zielmarken, die ihr ja eben bereits gesehen habt. Also es kann sich und darf sich von hier aus erholen, aber Tageshoch 19.297 am Freitag und das werden wir jetzt mal abwarten müssen, was am Montag passiert. Habe ich ja schon gesagt, oberhalb lila und besonders dieser roten engen Zone nehmen die Bullen wieder das Heft in der Hand. Wenn wir uns hier nur marginal erholen und wieder runterlaufen, wäre eine zweite Welle vorstellbar und die könnte durchaus auch in diesen Bereich der blauen Zone fallen oder zur 38.2 Konsolidierung bei 18.661. 4 Stunden Chart. Wir haben ja einen aktiven Wolfe-Keil, den wir schon einige Zeit beobachten. Ich habe im letzten Ausblick gesagt, diese beiden Kerzen waren wichtig, denn wir sind aus dem Keil herausgefallen. Punktgenaue Abweiser und da auch noch einer. Und dann meanderte es weiter auf der Unterstützung 19.400 bis 19.297. Tageshoch am Freitag brach durch mit dieser Kerze. 23er Konsolidierung aus dem Tageschart abgearbeitet. Die Frage ist jetzt eben, war es das? Wenn es das gewesen sein soll, dann müssen die Bullen über die lila Zone ansteigen und sie müssen über den Apex dieses Keils, der sich von 19.740 letzte Woche gezeigt, ich habe das nochmal genau nachgemessen, auf 45 verschoben hat. Aber bei so einer Strecke kann man sich schon mal um 5 Punkte verschielen. Gut, das heißt, dieser Keil bleibt aktiv und damit auch die Ziellinie aktuell 17.770, solange der DAX nicht über den Apex entschwindet und diesen Keil damit technisch ungültig macht. Das muss man im Hinterkopf behalten. Die Gefahr lauert also weiter. Ob sie eintritt, ist eine andere Frage. Aber davon ausgehen kann man, wenn wir unter die 23er Konsolidierung fallen und das Tief vom 8. Oktober bei 18.911 brechen, weil ich sehe hier relativ wenig Unterstützung im Stundenchart H4, wenn diese Marke bricht. Und dann ist es eben sehr gut möglich, dass wir uns auf den Weg in Richtung 38er Konsolidierung machen. Da muss aber zuvor der R2-Jahrespivot brechen, 18.937. Der hat uns ja hier beschäftigt. Da ging es nicht drüber, runter. Gut, aber das wird ja auch in den täglichen Updates gezeigt und erklärt. Zweiter H4-Chart. Auch dort haben wir einen, wenn auch nicht so formschönen, Wolfe-Keil, dessen 5 hat nicht die obere Keiltrendlinie erreicht, aber wir sehen, dass dieses Hoch deutlich über der 3 war und damit war er aktiv. Wir sehen hier ebenso ziemliches Gerangel an der unteren Keiltrendlinie per Gap dann drunter, aber mit 18.836 wäre das ein relativ nahes Ziel, bevor ein deutlich tieferes entstehen könnte. Also den müssen wir auf dem Plan behalten. So, kurz noch der M5. Da ist der letzte Freitag gewesen. Am Montag dann zur Oberseite Gap Up von Dienstag auf Mittwoch unter diese rote Zone, die ich eben schon im Tageschart zeigte. Ein weiteres Gap Up von Mittwoch auf Donnerstag. Ein weiteres Gap Down zur Unterseite. Hier unsere Zielzone. Die Marken sind noch nicht aktualisiert, aber kommen heute Abend aktualisiert für alle Abonnenten heraus. Und hier sehen wir eben Tageshoch auf der 19.297 am Freitag. Dieses Inselgap vom 30. Oktober ist geschlossen, also nicht mehr wichtig. Das Hoch vom 31. Oktober ist nur noch informationshalber wichtig, denn als wir hier unten aufsetzten, da gab es natürlich dann auch das noch nicht. Da gab es dann das hier im M15.
Dort haben wir das Tief 19.004 gemacht. Die Aussage am Donnerstag und Freitag war erste wichtige Hürde die 23er Mindesterholung. Hier oben ist das Allzeithoch. Hier ist das Tief vom Donnerstag 19.004. Das heißt 19.162 ist die kleinste Fibonacci-Erholung und hier das Hoch vom 31. Oktober 19.184. Hat er relativ lange dran gearbeitet und auch sich nochmal rückversichert und zog dann weiter. Diese Zone ist wichtig. Warum? Wir hatten zu dem Zeitpunkt noch ein offenes Inselgap hier, die 38er Erholung, die 2 eines möglichen DBWs, gucken wir uns gleich an, und die 50% Erholung. Deswegen ist hier auch so ein orangefarbenes Rechteck. Das ist eine wichtige Zone. Wenn er dort drüber steigt, traue ich ihm auch zu, die 61er Erholung zu machen. Und das andere oder das erste Inselgap 19.478 zu schließen. Wenn er im Bereich dieser blauen Zone aus 38 und 50% Erholung Schwäche zeigt und wieder runterfällt, dann ist unter Umständen eben auch eine zweite Abwärtsbewegung möglich. Also insofern, das hier kann weg, aber die 23.6 M15 Mindesterholung, die bleibt natürlich bestehen. Ja, und nun gucken wir uns das hier an. Hier ist die alte Seitwärtsrange. Ne? Von 19.675 war das hoch bis 19.330. Das heißt, das Range-Ziel, was der DAX bis auf 19 Punkte erreicht hat, kann man als abgearbeitet gelten lassen. Und insofern, die lasse ich mal noch drin, falls sie numerisch noch erreicht wird. Aber das hier, diese Seitwärtsrange, ist abgearbeitet mit 345 Punkten minus 19 Punkte. Was ist jetzt wichtig? Wir haben hier die 1, die 2, die 3, die 4 und die 2 liegt auf dem Tief 19.330. Kleine Sekunde. Und wir wissen aus Erfahrung, dass wenn die 2 eines DBWs überschritten wird, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die 5 gemacht wird und die 5 aktiviert so ein mehrheitlich bullisches DBW. Insofern wird es interessant sein, ab Montag schafft der DAX den Sprung über 19.330, dann könnte man ihm zutrauen, dass er auch dieses erste Inselgap schließt und zur Oberseite läuft, 19.621. Und falls er das nicht schafft, müssen wir gucken, ob eine tiefere 4 gemacht wird oder die Kiste wirklich so abrauscht, dass man hier ein DBW auf Minutenchart M30 Basis vergessen kann. Aber ansonsten von der Ausdehnung 1 nach 2 und 3 nach 4 sieht das harmonisch aus. Ja, abwarten, wie die US-Wahlen laufen und was der Markt im Vorfeld oder auch direkt danach tut. Aber wenn es über die 19.330 geht, dann würde ich das mal als freundliches Zeichen empfinden. Da ist sie, die 19.330. Dann muss der DAX aber eben auch über die Ex-Unterstützung, die ja nun gebrochen ist, da hat er ja vielfach aufgesetzt auf die 19.400, bevor er sie brach. Also darüber, nächstes Ziel und dann der rote Bereich, den ich auch im Tagesstart gezeigt habe. Ja, und ich sag's nochmal, in diesem M5-Chart sind alle Marken drin, egal ob sie aus dem Monatschart kommen oder aus dem Wochenchart. Wir sehen es ja hier, Inside, Woche, Buy und so weiter. Das heißt, man kann hier immer wunderbar im kleinen Bild große Marken verfolgen und ich glaube, das ist einfach zur Orientierung eine ganz wichtige Geschichte. Kommen wir zu den Amerikanern. Dow Jones im Tageschart. Wir haben auch hier ein Wolfekeil, 1, 2, 3, 4, überschießende 5 und aktuell hat er mit Schlusskurs 42.052, knapp unterhalb der unteren Keiltrendlinie 42.071 geschlossen. Wir müssen gucken, was da passiert. Die Ziellinie 1 durch 4 habe ich nicht eingezeichnet, weil die liegt viele tausend Punkte tiefer. Wichtiger in dem Zusammenhang ist diese Popgun-Geschichte gewesen. Wir haben ja bereits einen Rücklauf gesehen, allerdings, naja, muss ich jetzt nicht drauf eingehen, die Mitglieder im Chatroom, im Premium und die Newsletter-Leser wissen Bescheid. Wir hatten in allen drei US-Indizes Inside Days plus
Pop Guns. Und daraus resultierten Zielbereiche. Machen wir noch kurz. So, das war der Dow Jones. Und da seht ihr eine lange schwarze Kerze und eine Kerze, die im Schatten blieb. Da hatten wir also einen Inside Day. Und diese Kerze war die Triggerkerze. Also hatten wir einen Inside Day Buy Trigger und einen Inside Day Sell Trigger. Am nächsten Tag bildete sich diese Kerze und die hatte ein höheres Hoch als die in der Mitte und ein tieferes Tief. Und damit hatten wir auch noch zusätzlich eine Pop Gun. Und damit gab es in allen drei US-Indizes eben Zielmarken für die Pop Guns. Und Abtrag 1 Pop Gun und wir wissen, es ging zur Unterseite. Und auch im S&P hatten wir die gleiche Geschichte. Wir hatten hier eine Pop Gun und wir hatten zuvor einen Inside Day und auch dort wurden natürlich die Ziele angegeben. Und die liebe Nasdaq, das gleiche. Auch hier hatten wir eine Pop Gun und einen Inside Day. Also diese Kerze hier und die schwarze in der Mitte, die schwarze war, hatte ein tieferes Hoch und ein höheres Tief. Insofern gab es einen Pop-Gun-Buy-Trigger und einen ID-Sell-Trigger und einen Buy-Trigger entsprechend mit Zielen. Und wie wir wissen, bis auf eine Sache sind sie alle abgearbeitet worden. So, damit können wir das jetzt hier mal vergessen. Also, das knallte hier auf jeden Fall runter. Das, was noch offen wäre, sofern es wieder zur Unterseite geht, wäre das Inside Day Sell Ziel 41.508. Das liegt passenderweise auf dem noch offenen Scheunentor Gap vom 18. September. Da haben wir nämlich hier unten geschlossen und sind mit dem obszönen Gap zur Oberseite gelaufen. Und wir haben hier die 38.2 Konsolidierung der Strecke tief vom 5. August zum Allzeithoch. Ja, das vierfache Tief ist hier gerissen worden, auch per Schlusskurs, aber wie wir sehen, am Freitag lief er erstmal wieder zur Oberseite. Es besteht trotzdem, sofern wir hier nicht deutlich ansteigen und über die obere Trendlinie eines ABWs ansteigen, besteht immer noch die Möglichkeit einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation, wenn sich diese Erholung vielleicht noch ein, zwei, drei Tage oder auch nur einen fortsetzt und es dann hier runterknallt und dann wären es heftige Ziele, das 100% Ziel würde sicher aus der Strecke 41.831 bis 43.325 ergeben. Also die gesamte Höhe könnte man dann als 100% Ziel abtragen und dann kämen wir schon in deutlich tiefere Gefilde. Ja, sonst gibt es hier im Tageschart nicht viel zu erzählen. Schauen wir uns den zweiten an. Dort sehen wir das Ascending Broadening Wedge, das Gegenstück eben eines bullischen DBWs, habe ich im letzten Ausblick auch erklärt. 1, 2, 3, 4, saubere 5, Überschuss. Und hier ist das eigentlich ex-vierfache Tief, aber wir lassen es mal drin. 41.831, das heißt, geht es wieder unter 41.800. Aufpassen, ich könnte mir vorstellen, dass wir in diesem Bereich hier landen, wenn es so kommt. Und das wären dann irgendwo, wäre es ein Test der 40.000. Und ein Test der 40.000 ausgehend vom Schlusskurs, das wären dann doch mal so schlanke 5%, die wehtun könnten, wenn man nicht darauf vorbereitet ist. Im Zweitageschart ebenfalls ein Kanal mit zwei auf der Oberseite, zwei auf der Unterseite. Kanalausbruch 42.149 ab Montag wichtig, denn dort verläuft die obere Kanaltrendlinie. Und wenn das ein Fehlausbruch wird, dann besteht sogar die Möglichkeit, dass man über die Zeit runterläuft auf die Mittelspur. Müssen wir aber abwarten und ich denke, das werden wir besser beurteilen können während und nach der Wahl. Wir haben zugleich auch noch einen aktiven bärischen Wolfekeil, dessen Ziellinie bei 30.696 verläuft. Ist der für uns interessant? Nein. Der Apex liegt noch in weiter Ferne, wir sind im Zweitageschart. Der wird also frühestens, und da liegt auch ein Alarm, an der 40.132 für uns wieder beobachtenswert. Interessant wird er erst an und unter 37.508. Es sei nur gezeigt, dass diese Dinger noch da sind. Der S&P im Tageschart, auch der hat seinen Inside- und Popgun-Trigger abgearbeitet. Schlusskurs hat er gemacht bei 5728 und der blieb in der Range. Wir haben hier
das Allzeithoch und dreifach Top. Und hier unten haben wir die Cup and Handle Nackenlinie. Hier ist ja eine Tasse mit Henkel, die eben auch Ziele hat. Das 100% Ziel bei 6201 und das statistische Ziel bei 5995. Also die ist wichtig, zumal wir hier auch noch 4 Punkte höher ein dreifaches Tief haben. Das heißt, da stand in den Ausblicken, die Musik spielt zwischen 5878 und der Cup and Handle Nackenlinie. Und solange der hier hin und her eiert, kann man das sicherlich irgendwo in kleineren Zeiteinheiten auch spielen. Aber Bedeutendes passiert eben erst unterhalb dieser bedeutenden Linie oder oberhalb des Allzeithochs. Und ich vermute einfach mal, dass wir im Zuge der Wahlen da auch Bewegungen sehen, die entweder hier hochführen oder mal deutlich tiefer. Auch der S&P hat noch ein Scheunentor-Gap offen. Hier war bei 5618 der Schlusskurs am 18. September und dann gäbte es ja in den Bereich 5716 hoch. Scheunentor-Gaps sind potenzielle Kandidaten zum Schließen einer Kurslücke. Auch im S&P sehen wir einen schönen Kanal. Hier nochmal die Tasse mit Henkel. Und dieser Kanal hat seinen Ursprung am 27. Oktober 2023. Hier sind nochmal die Cup and Handle Ziele. Wir sind in diesem Kanal unter die Mittelspur gefallen. Verläuft bei 5751. Hier ist das Allzeithoch. Und solange die 5670 hält, ist alles in Butter. Dann sind das irgendwo nur so kleine Abkühlungsaktionen, Korrekturen gewesen. Fällt es aber deutlich unter 5670, ist unter Umständen auch diese Formation gefährdet, weil es wäre unschön, wenn es hier wieder runterfällt. Also dann müsste man sie unter Umständen eben auch eliminieren aus den Charts. Also mindestens mal, wenn es so in den Bereich 5500 runter ginge. Ansonsten muss der S&P, wenn er diese Formation tatsächlich nach Lehrbuch abarbeiten will, über das mehrfache Top- und Allzeithoch und sich dann auf den Weg zu den Cup and Handle Zielen und damit eben auch zur oberen Kanaltrendlinie machen. Im Stundenchart gibt es einen aktiven Wolfe-Keil, die 1, 2, 3, 4. Hier wurde die 5 gemacht, leichter Überschuss und von Mittwoch auf Donnerstag gäbte er unter den Keil. Wenn das Sinn macht und Sinn haben soll, dann müsste das jetzt eigentlich in Richtung 5199. Das wäre ja auch schon mal irgendwas so im Bereich um 9,5 bis 10%, falls das geschieht. Und wenn das nicht geschehen soll, ja, dann, weiß nicht, der Apex wird irgendwo Ende November liegen. Aber man kann dann auf die 5810 achten. Wenn der wieder in den Keil reinhüpft, wäre das zumindest mal ein Zeichen, dass die Bullen das nicht zulassen. Im ganz großen Bild, wir sind hier im Jahreschart, erinnere ich nochmal an das Inside-Jahr, denn das hier ist 2023 gewesen. Da war das Jahreshoch 4783, das Jahr zuvor 22 war es 4796 und es wurde ein tieferes Tief gemacht und ein höheres Hoch zu dieser Kerze. Das heißt, es ist eine Inside-Kerze, 1305 Punkte hoch. Das Ziel, sofern dieser Ausbruch Bestand hat, 6103. Ja, kommen wir zur Nasdaq im Tageschart. Auch da ist ja, sind ja die Inside- und Popgun-Ziele jedenfalls die ersten erreicht worden. Hier ist der Popgun-Sell-Trigger 20.294. Das war hier so die ungefähre Höhe. Das heißt, eine Popgun ist abgearbeitet, das kann natürlich weiterlaufen, aber man sagt ja bei Popguns, das kann man auch in den anderen Charts nochmal nachgucken, dass sie zu irgendeinem unbestimmten Zeitpunkt wieder zu ihren Sell-Triggern zurücklaufen sollen, weil Popguns eben vergleichbar sind mit diesen Korkenpistolen, Luftdruck-Korkenpistolen, wo der Korken an einem Bändchen hängt. Das heißt, man schießt, das Ding fliegt raus und durch den Schwung und abrupten Stopp durch das Band fliegt der Korken dann zum Absender zurück. So ähnlich soll das bei Popguns auch funktionieren und tut es oft auch. Wichtig ist auch hier die Cup and Handle Nackenlinie. Cup and Handle,
die bei 19.938 verläuft, die ist am Donnerstag unterschossen worden und das ist ja auch eine fiese Kerze gewesen. Der Schlusskurs am Freitag dann aber bei 20.033 eingebucht, also oberhalb. Geschulte Augen sehen sofort, dass wir hier wieder, und das ist glaube ich, gefühlt ist es die 12., eine Inside-Kerze haben. Denn die Kerze vom Freitag blieb eindeutig im Schatten der schwarzen Kerze vom Donnerstag. Und damit ist das Tief vom Donnerstag ein Sell-Trigger und das Hoch vom Donnerstag ein Kauf-Trigger. Male ich natürlich noch entsprechend ein und gebe auch die Ziele an. Ja, ansonsten, die 23er Konsolidierung wurde gemacht, 19.921. Und die passte ja auch wunderbar zur Cup-and-Handle-Nackenlinie. Das heißt, falls der Index jetzt wieder ansteigen kann, hätte er einen Backtest der Cup-and-Handle-Nackenlinie gemacht, Tiefen mit etwas Toleranz. Und er hätte die bullische 23.6-Konsolidierung gemacht des Anstiegs vom Tief 5. August 17.435 zum Allzeithoch 20.690. Steigt er jetzt also an, dann wäre das eine sehr bullische Konsolidierung gewesen, wie bei fast allen Indizes. Und ja, wenn es weiter runter geht, dann wartet eben die 38er und auch die Nasdaq hat hier bei 19.344 am 18. September geschlossen und machte dieses fette Gap-Up zur Oberseite. Also auch hier wartet im Bereich der 38er Konsolidierung gegebenenfalls noch ein Scheunentor-Gap auf Schließung. Im Zweitageschart eine Trendlinie, die im Nasdaq oder in der Nasdaq irgendwann wichtig werden könnte, wenn es mal eine knackige Konso gibt. Und die müsste dann schon so im Bereich 7-8% ablaufen. Wir haben eine Trendlinie, die beginnt im Januar 2023 über den Oktober 23 zwei Tage, also jede Kerze zwei Tage, August 24 und die Trendlinie aktuell bei 18.432, die kann man sich mal merken. Und alternativ bricht das Ding eben über das Allzeithoch in neue Gefilde aus. 4-Stunden-Chart, hier sehen wir die Cup-and-Handle-Formation aus dem eben gezeigten Tageschart nochmal. Nicht? Tasse, Henkel, entsprechend Cup-and-Handle, Nackenlinie. Wenn das jetzt ein Backtest war an der 23er-Konsolidierung aus dem Tageschart, alle Dude, dann darf es zum Allzeithoch und die statistischen Ziele ablaufen. Und tatsächlich hinterfragen muss man diese aktive Formation unterhalb, möglichst Schlusskurs unterhalb des Tiefs vom 16. September 19.294. Da würde ich das Ding beginnen anzuzweifeln. Zweiter 4-Stunden-Chart, ein aktiver Wolfekeil, der fast zum Zombie wurde. Wir haben die 1, die 2, die 3, die 4 und die 5 erreicht, aber das reicht mir nicht. Ne? Der Apex, also wenn man es ganz streng nimmt, ist das Ding tot. Aber man muss immer so ein bisschen, es gibt ja auch Scheintote, der Apex 20.522 und dieses Gehakel hier zeigt mir eigentlich, dass wir tolerant sein müssen, weil da dürften sich Bullen und Bären ein kleines Gefecht geliefert haben, was zumindest aktuell die Bullen verloren haben. Andersherum folgt auf diese Abwärtsstrecke und diese Erholung eine zweite Abwärtsstrecke, ist es durchaus möglich, die 19.329 anzulaufen, denn dort verläuft aktuell die Ziellinie 19.329, das würde perfekt zur Schließung der Scheunentor-Gaps passen und auch zur 38er-Konsolidierung. Nur weil es passt, muss es nicht passieren. Ne? So, das haben wir. Das haben wir auch. Dann gucken wir uns noch kurz den Wochenchart an. Dort haben wir einen schönen Kanal mit jeweils mehreren Auflagepunkten. Beginnt im März 2020 1, 2, 3, 4. Wir sind im Wochenchart, Auflagepunkte unten 1, 2, 3, 4 auf der Oberseite. 20.964 jetzt die obere Kanaltrendlinie, 17.190 die mittlere. Die untere, glaube ich, kommt aktuell noch nicht in Betracht. Die haben wir die bekannte ABC-Bewegung gehabt, die fertig ist und was vielleicht im zweiten Wochenchart noch interessant ist, weil das wirklich eine wichtige Marke ist. Wir haben hier das Ex-Allzeithoch aus November 2021, lag bei 16.764, dann gab es ja eine knackige Konsolidierung zur Unterseite, fast 40%.
fast 40% bis nach 10.440. Und dann sind wir im Dezember 23 das erste Mal über das alte Allzeithoch. Nochmal ein Abschüttler, wie so oft. Und dann ging es zur Oberseite. Wichtig aber die gewichtige 161er Extension, denn wir konnten hier Extensionen anlegen. Die ist hier mehr oder weniger punktgenau angelaufen worden im Juli. Dann gab es kräftig eins auf den Kopf. Und jetzt geht es hier seit einigen Wochen um diese Marke. 20.672 ist also wichtig. Und wenn es da drüber geht, dann darf man auch die 23 aus Fibonacci-Sicht, die 23.088 langfristig nicht ausschließen. Und das wäre eine Verdopplung. 23.088, die haben wir doch irgendwo. Ach nee, Quatsch, das war die 21.272, die 100%. Gut, ja, also noch irgendwas vergessen? Nein. Gold, Silber, Aktien und so weiter. Aktien habt ihr ja im Newsletter gesehen, werden natürlich im Blog besprochen und auch, also im Blog, im Chat. Kleine Sekunde mal. So. So, da habe ich es nochmal kurz aufgerufen. Das ist jetzt hier DE, also dort, wo der Chatraum Premium ist. Aber auch wenn ihr .blog eingebt, also den täglichen Newsletter, findet ihr dieses über uns und beim über uns ein Schaubild. Hier sind die Chaträume. Das hier ist der tägliche Newsletter. Und ja, wer dabei sein will, meldet sich mal an. Und zum Probieren empfiehlt sich sicherlich der Newsletter. 20 € im Monat sind sehr überschaubar und wenn man das mag, was man da sieht und hört und liest, dann kann man das eben weiter buchen oder vielleicht auch mal in die Chaträume kommen. Und wenn man das nicht mag, dann lässt man das eben wieder, denn wir haben ja keine automatische Abo-Verlängerung. Gut, das war's. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und uns allen friedliche Zeiten und eine einigermaßen ruhig verlaufende US-Wahl. Ja. Ich werde jetzt nicht ins Philosophieren kommen. Das war's. Also bis zum nächsten Wochenende und alles Gute für euch. Tschüss, tschüss.